Die Dynamik an den Börsen nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hat doch in der letzten Woche hier in Deutschland ordentlich abgenommen. Es ist mal wieder Seitwärtsgehen angesetzt. Damit herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Market Insight von GKFX. Ja, da sind die Amerikaner schon etwas schneller unterwegs. Vor allen Dingen der Dow Jones eilt momentan von Rekordhoch zu Rekordhoch. 7 Tage lang in Folge ist das amerikanische Barometer nach oben gelaufen. Da haben wir noch einiges an Nachholpotenzial. Während die Dynamik beim Leitindex, beim DAX tatsächlich noch zu wünschen übrig lässt, naja, da haben wir aber gesehen, bei der Gemeinschaftswährung Euro zum US-Dollar ging es bei Zeiten ordentlich bergab. Da lagen wir sogar schon unter der Marke von 1,06 und auch das Thema Gold wurde nicht mehr unbedingt gesucht. Das heißt, die sicheren Häfen dementsprechend ein wenig aufgegeben. Feinunze Gold tendierte rund um die Marke von 1,226. Die amerikanischen Märkte geben richtig Gas. 7 Tage in Folge konnte der Dow Jones von Rekord zu Rekord eilen. Ja, da beißt sich hier der Leitindex, der DAX, dann doch eher an der Marke von 10.800 Punkten die Zähne anscheinend aus. Hieß für uns also in der letzten Woche zuerst einmal ganz klar wieder seitwärts laufen. Ja, die Frage ist natürlich, können die deutschen Märkte, können die deutschen Indizes und Aktien nach wie vor noch vom Wahlsieg von Donald Trump profitieren? Bei mir dahingehend Marktanalyst und Börsenpsychologe Florian Eberhardt. Herr Eberhardt, wie geht es denn jetzt weiter an den Märkten für den DAX? Also langfristig glaube ich, dass die Märkte auf jeden Fall profitieren können von einer Politik von einem Herrn Trump. Aber kurzfristig denke ich, dass das meiste einfach eingepreist ist. Wir haben auch Kursabgaben die vergangenen Tage gesehen, leichte zumindest im DAX. Und die Bundesbank hat ja auch gewarnt, dass gravierende Risiken im Finanzsystem sind. Hier haben wir eine starke Vermögenspreisinflation. Wir haben steigende Immobilienpreise, wir haben steigende Aktienpreise und der Goldpreis hat sich auch recht tapfer zumindest noch geschlagen. Und die Bundesbank warnt, wenn wir jetzt hier wirklich steigende Zinsen haben bei fallenden Vermögenspreisen, dann sind das gravierende Risiken, die einfach nicht bedacht wurden. Und da sollten die Banken vor allen Dingen zumindest mal einen etwas größeren Risikopuffer anlegen. Und ich glaube, die Risiken, die werden jetzt langsam immer mehr bewusst und das rückt auch mehr nach der Wahl in den Fokus. Von daher sollten wir da kurzfristig zumindest erstmal leichte weitere Kursabgaben haben oder eine weitere Seitwärtsphase. Aber langfristig sollten wir von einer weiteren Politik schon profitieren. Heißt es so, dementsprechend große Frage noch, kriegen wir noch eine Winter-, eine Weihnachtsrally oder ist die zuerst mal aufgeschoben? Meiner Ansicht nach ist das aufgeschoben, bis wirklich ein Herr Trump im Amt ist. Und Anfang nächsten Jahres, denke ich, da sollte das Ganze dann nochmal mit Kurssteigerungen einhergehen. Ich denke auch, dass ein Zinsschritt gar nicht so unwahrscheinlich ist im Dezember. Und wenn dann wirklich Trump das Amt übernimmt, dann könnte ich mir vorstellen, dass da ein weiterer Zinsschritt nach hinten rausgeschoben wird und dass wir da doch schon im Frühjahr sehr stark steigende Kurse sehen sollten. Heißt also de facto auf die Notenbanken, die Federal Reserve, müssen wir auch immer wieder schauen. Apropos schauen, Termine für nächste Woche, auf was müssen die Anleger achten? Also es ist wirklich eine Fülle an Terminen nächste Woche. Wir haben beispielsweise die Einkaufsmanager-Indizes von Deutschland, von der Europäischen Union am Montag. Wir haben am Dienstag das Verbrauchervertrauen, was ansteht. Und der Mittwoch, der steht eigentlich ja komplett im Zeichen der Vereinigten Staaten. Da haben wir zum Beispiel das FOMC-Protokoll, was veröffentlicht wird. Wir haben die Auftragseingänge von langlebigen Industriegütern. Das sind jetzt Güter, die über 3 Jahre genutzt werden, Automobile beispielsweise. Und das gibt ja schon ein ganz gutes wirtschaftliches Bild. Und wir haben auch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA. Also da vielleicht den Mittwoch mal sich anmarkern im Kalender, das ist ein sehr wichtiger Tag. Am Donnerstag haben wir das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland und am Freitag folgt das Bruttoinlandsprodukt von Großbritannien, was ja jetzt interessant ist, auf das weitere Vorgehen Richtung Brexit. Und die Importpreise von Deutschland, die haben wir auch noch am Freitag, die runden das Datenbild so ein bisschen ab.
Das heißt, meine Damen und Herren, Quartalsberichtssaison ist zu Ende. Einen neuen Präsidenten in den Vereinigten Staaten gibt es auch. Und jetzt können sich die Börsianer mal wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Nämlich halt eben ganz klar auf Konjunkturdaten und Zahlen. Ja, herzlichen Dank an Florian Eberhardt, Marktanalyst und Börsenpsychologe bei GKFX. Und das war es auch schon wieder von Market Insight. Mehr finden Sie natürlich auf unserer Website bei gkfx.de. Ihnen soweit ein schönes Wochenende und vor allen Dingen dementsprechend nach wie vor gute laufende Kurse.